Das Regio TV Plus auch schon in vorfasnachtlicher Stimmung. Und jetzt sind wir in der Schigi in Oberwil beim Cello. Und bei mir ist der Lukas Bretscher. Lukas, sag mal, wir haben hier mal einen Aufruf gemacht vor ein paar Wochen. Die haben noch Leute gesucht für ins Komitee zum Mithelfen. Wie hat sich das aufgelöst? Es ist eigentlich postwendend, nachdem das Video gekommen ist, hatte ich schon ein paar Anfragen gehabt. Also es ist super, was funktioniert hat. Und es sind auch viele Leute, die sich dann auch wirklich ein bisschen Mühe geben und das Ganze am Laufen halten. Wunderbar, apropos am Laufen halten, jetzt verratest du uns noch schnell vor der Kamera etwas, was die anderen erst in ein paar Minuten mitkriegen. Süsche kommt raus. Was ist es? Es ist eine standesgemäße Sitzung, die hier heute mitten im Dorf, eigentlich im Kern, im Place to be, abgehalten wird. Ja, wir sind zuerst schnell schauen, dass nicht gerade so viele Ohren rum sind. Aber also Süsche für dieses Jahr ist prima Klima, wir sind blöd. Und da erzähl noch etwas für die Oberwiler jetzt, dann ist es klar. Aber was ist das Kernthema für euch jetzt? Also der Hintergrund ist natürlich auch die ganze Klimaerwärmung. Die Geschichte, die man jetzt in letzter Zeit in den Medien eigentlich mehr als omnipräsent ist. Also ich habe jetzt gedacht, du sprichst die erhitzten Gemieter an, die es an unserem Gemeinderat gibt. Ja, so. Ja, das kommt dann alles noch on top. Oder? Es ist ein bisschen Steilvorlage. Es ist mir nicht lange gebraucht, bis wir es sonst egal haben. Also ist es so. Wunderbar. Was erwartest du von der Fasnacht dieses Jahr? Gespannt jetzt nach vorne? Es geht gleich los. Ja, gespannt sind wir nach wie vor. Es sind die letzten Vorbereitungen, die wir am Treffen sind. Aber es kommt gut. Es wird super. Wunderbar. Und jetzt haben wir eine ganz grosse Ehre. Ich durfte hier am Stammtisch den Peter Wyss antreffen. Und er ist ja bekannt dafür als der Fäsli-Brünzler hier schlechthin. Und jetzt übergebe ich ihm schnell das Mikrofon. Und wir genießen einfach ein paar Worte von ihm aus seiner Gedichtskunst. Nächte sind lang und das ist es kalt. Der Winter, der ist gekommen. Die Weihnacht ist Vergangenheit und das neue Jahr ist da. Ich will im Keller in meinem Fundus von der Fasnachtssachen. Studiere Kombinationen, was ich dieses Jahr machen möchte. Letztes Jahr war es ein Waggis mit einer mega grossen Nase. Eine Perücke, mächtig, buschig, grün, wie im Garten aus der Rase. Die Sockeli haben zwar ziemlich gelitten, es fehlen ein paar Sprissen und die Händchen, die haben alle Farben. Siehst nichts mehr dran vom Wissen. Ein Socken ist verrissen, der zweite kommt gar nicht mehr führen. Die Wackishosen haben viele Flecken und liegen hinter der Türe. Blüse hängt am Bügel voller Löcher von den Schaben. Das Halstüel durch hat eine Knoten drin und bambelt nebenan. Beim Nuschen wird es mir dann auch klar, das Kostüm, das ist hier. Vermutlich war die letzte Fasnacht eine recht Strübe gewesen. Darum mache ich das Jahr etwas Neues. Nur die Larven muss ich noch kaschieren und mein Kostüm sollte ich endlich wieder schneidern anprobieren. Ich habe bereits im Vorfeld geschaut, die Figur ein bisschen zu studieren. Bin zur Nacht durch unsere Gassen geschlichen, um Bewegung zu koordinieren. Bin aus Versehen durch eine Baustelle heim und da dran ist das Gemeine. Von denen hat es bei uns seit Jahren eben nicht nur eine. Als Süsche bin ich dieses Jahr einmal ein Oberwiler Schneck und darum hat es am Häusle von der Baustelle noch ein bisschen Dreck. Theoretisch ist es so, könnte man den ja lassen. Nur ich will am Sonntag sauber putzt im Umzug stehen. Ja, jetzt ist er also da, der Peter Wyss. Das hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich schnell den Primeur für mich jetzt geniessen durfte. Peter, Fasnachtsglöckli, dort bist du natürlich extrem gefordert und immer viel am Schreiben. Machst du das ganze Jahr durch, dass du immer wieder ein paar Ziele, ein paar Fetzen, wie geht das? Ja, ungefähr so. Also zum guten Glück bin ich pensioniert, also habe ich den ganzen Tag eigentlich Zeit. Aber es sind eigentlich immer Einfälle, die durchs Jahr kommen. Die werden festgehalten, abgespeichert oder wieder gelöscht, je nachdem, oder weiterverfolgt. Das ist eigentlich ein Prozedere, wie seit eh und je. Prozedere, wie seit eh und je, ist ja auch das Fasnachtsglöckli selber, das gelüten wird. Was ist für dich so ein bisschen das Highlight dort in diesem Moment? Ist es das Fiebern auf Premiere? Was geht denn davon? Also das Fiebern ist natürlich immer noch da. Es ist nicht mehr die grosse Nervosität. Es ist ein bisschen Routine dahinter. Aber trotzdem ist man immer gespannt, bis der Vorhang aufgeht und das Publikum die ersten Lacher oder Applaus kommt. Dann ist man gelöst und der Stein fällt runter.